Maps haben sie sich echt viel Mühe gegeben, das sieht echt genial aus, muss ich sagen. Ach so, selektiv. Ich nehme HP Pots. Ich habe einen neuen Skill schon wieder erlernt. Awaken. Will. 1. Increase critical accuracy of the play on party members. Ist das jetzt ein Party Buff oder was? Keine Ahnung. Gucken, ob ich den aktivieren kann. Kannst du ja. Aber bis Level 15 habe ich noch keinen Debuff bekommen. Doch. Ach so. Du Ich habe gibst aber nun. wahrscheinlich Debuffs mit den Lightning Bolts und sowas, die du da schießt. Ja gut, Blitzen. Keine Ahnung. wird dann wahrscheinlich am Mob Sieht man angezeigt, manchmal oder? bloß was. Ja. Gut. Increase critical accuracy by awakened domination. Das ist auch wieder schön. Das steht nicht bei wie viel. Was ist die? Und vor allem ist dieses critical accuracy. Was soll das bedeuten? Ist das die critical weight? Weil ich habe 54. Evasion, Schildblock, Weaponblock, Physical Defense, Critical Resistance. Also wenn, dann würde ich jetzt schon mit 54 Weight rumlaufen. Das ist ja ein bisschen. Ah, also das ist noch alles ein bisschen. So, wo soll ich hin? Da. Aber es ist doch wie in Kabal 1, also am Anfang wusste auch keiner, was Ja, zu tun war, das oder? hat, das hast du ja glaub, fast eigentlich bei jedem Spiel. Ja. Hast du eigentlich alles auf Max-Settings oder hast du Ja, alles. runtergesetzt? Ich habe alles hochgedreht. Das Einzige, was mich stört, das habe ich noch nicht gefunden, irgendwie. Na gut, hier sieht man das jetzt nicht so. Ah, doch ein bisschen an den Füßen. Dass es so leicht verkantet ist, weißt du? Das ist ja Ja. kein hier keine Glättung. Die Option habe ich noch nicht gefunden. Also es ist noch ein bisschen so verkantet, aber maximale Auflösung. Ich habe das höchste genommen. Das läuft wunderbar. Ohne Probleme. So, wo soll ich hin? Irgendwo hier. Schade. Schade, dass ich nicht auf dem. Was ist das denn? Was ist das? Was? Ich habe jetzt, also ich sitze auf meinem Pad und laufe hier rum und ich sehe einen Pfeil, der mir zeigt, wohin. Und ganz viele Lichter. Ich habe nur Ja, keine Ahnung, dann was da das. kannst du hinlaufen. Ja, aber was bedeutet das? Oder habe ich das jetzt gerade gemacht? Aber mich nee, das hatte ich gestern auch. Das Ah, wird okay. wahrscheinlich dich bloß in die Location führen, Nein, wo du nein, hin nein, 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 sollst. nein, nein, ich hab's gefunden. Kriege ich das jetzt wieder weg? Jetzt so. Jetzt ist weg. Nee, doch nicht. Nein, das passiert, wenn du rechte Maustaste auf die Karte drückst. Das Problem ist einfach nur. Lol. Jetzt kriege ich den Scheiß nicht wieder weg. Jetzt laufe ich da zum Ziel hin. Bin da. Okay, jetzt ist weg. Gut. Und das schon mal rausgefunden. Das ist ja auch nicht verkehrt. Dann wird der Weg wenigstens angezeigt. Auch nicht schlecht. So, hier muss ich was töten. Na gut, dann fangen wir mal mit dem Skill an. Okay. Was? Ja. Frage, ob du Blade and Soul kennst und ob du das auch antesten Blade and willst. Soul, darauf warte ich schon lange. Cheat, ich habe so einen miesen Debuff. Ich bin nochmal langsam. Ich habe damals, das war Was waren die schnell? vor 4 Jahren oder 3 Jahren habe ich damals den ersten Trailer gesehen von Blade and Soul und der sah echt Bombe aus. So, wer. 6. Ah. Alter Max, das war ein Riesenfehler, dass ich dabei bin. Warum? Cheat. Weil es so ist. Nimm's einfach mal hin. Das geht gar nicht. Ah, oh, wie geil, Mann. Oh, das ist ja gut zu wissen.
Das ist ja geil. Während man läuft, kann man die Kugel schießen. Das wusste ich auch noch nicht. Ja, Mann, du kannst auch deine, normalen Skills benutzen und laufen dabei. So, das ist, also den Skill will ich auf die 1 haben. Ah, scheiße. Nein, so, so. Scheiße, welcher war denn jetzt welcher? Das ist die Kugel, die ich schieße. Also schade ist das mit Dash, also der hat übelst langen Cooldown. Ist glaube ich nur zum Weglaufen, wa? Wie hoch ist denn die Range von diesen Art Force Kick, sag ich jetzt mal? Richtig weit, ist richtig genial eigentlich. Und auch einfach die Tatsache, dass du zwischen den Skills einfach, oder wenn du die Skills castet, laufen kannst, ist einfach so cool. Das macht so viel möglich. Auch gerade im normalen PvP oder so, weißt du? Da es auch keine Combo mehr gibt. Warte, das teste ich jetzt mal. Range Skill. So, warte mal. So weit wie möglich weg. Jetzt stehe ich hier hinten. Mal sehen. Er läuft, er läuft. Forts. Was ist jetzt los? Aber ich sehe schon, die Monster, also generell, die droppen ja nicht so das Gold, ne? Hey Mann! Droppen sie nicht? Also. Das ist halt nie, wahrscheinlich vielleicht dann später in den Maps, aber du kriegst halt eigentlich relativ viel Stuff. Aber es ist auch weiterhin, dass der F extrem Bewegung hat, ne? Ja, ja. Ja, das finde ich cool. Echt das haben sie in Kabal 1 und Kabal 2. Die werden die ganzen Attribute schon so ein bisschen übernommen haben, also, ne? Also, wie gesagt, Force Archer macht halt Tonnen an Schaden. Was mir ja so gut gefällt hier bei dem, also das finde ich gut, dass sie das auch übernommen haben, weil bei Kabal 1 ist es ja so, du spielst eigentlich nur mit den Skills und machst keine normalen Attacks, so Auto-Attacks. Das finde ich hier auch sehr gut gelungen bis jetzt. Oh, shit. Ja, und die Skills, die sehen halt einfach auch Kabal-technisch aus, ne? Ja, also ich bin mal gespannt auf die ganz großen Dinger, ja. Da bin ich mal echt gespannt. Weil du bist, welches Level hattest du? Du bist 15, ne? 15. Und ich habe schon einen ganz coolen Skill eigentlich. Rätsel, was meintest du wegen FA und Wizard? Die machen echt extrem viel Schaden, also so vergleichsweise an Bobs, die auf meinem Level waren, habe ich halt so bestimmt eine 5er oder 6er Kombo gebraucht und die haben halt eine 3er Kombo gebraucht. Ich dreh gleich durch hier, ne? Diese scheiß blauen Mushrooms hier, die droppen mir einfach nicht meine Quest-Items. Das ist auch wieder kacke gemacht. Ich denke mal, das ändern die bestimmt noch. So wie in Kabal 1 dann, wo man dann ständig nur noch die scheiß Quest-Items gedroppt hat, man. Und jetzt laufen hier gerade zu viele rum. Mein Gott, die gehen mir auf den Sack. So, da ist wieder ein blauer, komm her. Wow. Aber Max, wenn das offiziell wird, wirst du wahrscheinlich auch wieder spielen, wa? Ich würde bei FB bleiben, klar. Ich spiele FB seit Jahren. Das war aber auch unglaublich. Also, kann ich auch bloß empfehlen. Also im Moment. Geniale Klasse. Ja, ich muss mal gucken, ob ich FA nehme oder irgendwas anderes. Ich glaube, FA kann da nicht mehr healen, ne? Das ist dann jetzt Priester, glaube ich. Priest, ja. Das ist der Priester jetzt, ja. Priest ist jetzt Edit und Heal, Bitch. Aber das hat man immer noch weiterhin S-Klappe, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß halt nicht, wie das hier funktioniert, ob man es braucht oder ob man die bekommt oder keine Ahnung. Okay. Oh, was ist das denn jetzt? Ich bin fast tot. Ich hab doch genug HP, was willst du von mir? Ja, das zeigt sie relativ früh an. Dieses. Warte mal. Aber alleine deswegen werde ich halt das definitiv versuchen, so hoch wie es geht zu leveln. Oder zu spielen, einfach weil ich sehen will, wie die Skills am Ende aussehen, Mann. Und diese
fucking, du kannst ja Finisher machen, also dann bei Boss-Mobs. Ja, da gibt's dann diese Finisher. Alter, die sehen halt unglaublich geil aus. So, machen wir gleich mal wie bei Kabal 1, dass ich mir das auf die Mausbeine, die HP-Pots. So, weiter geht's. Da, hopp, töten. Ey, ich dreh hier gleich durch, ne? Die Scheißviecher droppen mir einfach das Scheißteil nicht. Ich töte doch die richtigen. Nee, du brauchst Blue Leaves, du musst weitergehen. Ja, bei mir ist... in der Map. Wieso? Weil die Blue Leaves, die kommen, die sind dann im nächsten Gebiet, die musst du aufsammeln. Ja, aber hier sind ja auch die... Ah, okay. Das hättest du mir vorher sagen können, dass ich hier im falschen Gebiet bin. Das ist, also manche Quests sind noch ein bisschen verpackt, also gerade wenn du zwei oder drei Sachen hast, die du gleichzeitig sammeln sollst, dann zeigt sie bloß den ersten Standort an und danach die anderen nicht richtig. Visit? Ah, jetzt geht's. So, wo ist hier? Hier ist jetzt auch wieder was. Purple Seahorse. Da oben! Ach Gott, dammit, ey. Komm ich von hier aus gar nicht hoch, oder? Doch, da, komm. Lass mich im Wasserfall hochgehen. Nee. Leckt mich am Arsch, ey. Ich komm da nicht hin. Warte, wir haben ja den Trick gefunden hier. Zack. Hey, wieso geht's nicht? Jetzt, hahaha. Das ist cool. Ja, folgen wir den Weg. Mal gucken, wo er uns hinführt. Man hat also ein eigenes Navi in dem Spiel. Das ist schon mal cool. Schon cool, oder? Also eigentlich. Palm of Leaves. Ah, ich hab's gefunden. Gott, und ich hau die ganze Zeit diese blöden Mobs da, ne? Geh weg. Naja, aber so lernt man's. Witzen kann dir ja nicht alles vorsagen. Könnte schon. Ja, wie, du machst das? Nee. Also bis Level 15 kann ich ihnen schon alles vorsagen. Ja, nee, lass mal. Ein bisschen was machen muss er ja auch mal. So, Quest fertig. Abgeben. Oh, hier ist ein Baum. Thunderbolt! Ist aber jetzt kein Buff, oder? Werden wir gleich sehen. Der Max ist gar nicht in die Beta gekommen. Er hat den scheiß Key oder den scheiß Account über mich bekommen. Ja, wie gesagt. Der Affe. Habe ich aber auch im Video gesagt, dass das nicht mein Account ist. Ich habe das im Video gesagt, dass ich den Beta-Key vom Kollegen bekommen habe. Oder eher gesagt, die Account-Daten bekommen habe vom Kollegen. Ich selber habe leider nicht das Glück gehabt, dass ich selber einen bekommen habe. Hunt-Hungry Mongols, wo sind die? Ich soll Bananen sammeln, oder was? Ach ja. Ich habe übrigens die Eternity-Gilde schon aufgemacht. direkt an Tag 1, Alter. Ja, aber was bringt dir das noch besser? Ja, nichts. Hauptsache, wir sind von Tag 1 dabei, Mann. Scheiße, hier muss ich jetzt schnell sein. Ich sehe das jetzt schon, hier stehen verdammt viele. Und warten auf den Mob. Aber dann müssen wir ja, wenn das auch wieder wird, Kabel 2, müssen wir auch Kamikaze noch safe machen. Ach, Kamikaze, darüber spricht keiner mehr. Ja, ob der Trupp jetzt nur da der Gilde hängt an der anderen Gilde.
Ob es mehrere Server geben wird, kann man leider nicht in der Beta noch nicht sagen. Ich würde, ja, das kann ich. Also man kann allgemein nichts sagen. Das ist halt ein komplett unfertiges Spiel und die testen halt nur, ob es einigermaßen läuft und. Das Problem ist aber, die dürfen ja auch nicht den Fehler machen und gleich so viele Server aufmachen. Weil das war der Oberfehl bei damals den DE-Server-Kabal. Die haben viel zu viele Server aufgemacht. Für zu wenig Spieler. Und ich denke mal, das wird genauso hier laufen, weil damals war das bei EU auch so. Da gab es nur Mars und Mercury. Jupiter ist erst später rausgekommen. Und wenn die halt sehen, dass da mehr Spieler kommen, dann werden sie sicherlich mehr Server öffnen. Scheiße, wo soll ich denn hin? Richtig. Ich muss da. Warte, Returnstone habe ich doch irgendwo, oder? Du oder kannst dich doch teleportieren, oder? Du machst den mit diesen Stein, oder? Ja, du kannst auf den Stein klicken und dann einfach dort dran. Aber das kostet, glaube ich, alles. Du kannst natürlich auch den Returnstone benutzen. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Jetzt bin ich wieder in der Stadt. Yay. Kauf mal Stuff, Alter. Was ist los mit dir? Piet, wieso Stuff kaufen? Ja, kaufen, nicht kaufen. Achso. Vielleicht machen die auch einfach nur einen großen Server. Ja, das kommt aber halt. Ich denke mal, das können die wahrscheinlich einfach, also, wird schwierig. Ich denke mal, das kommt drauf an, wie viele Leute hier. Ich habe jetzt Flash Stab, aber den kann ich nicht in die Leiste ziehen. Bin ich jetzt blöd? Was denn? Ich hab den Flash-Tab-Skill gerade bekommen. Oder ist das ein Passiver? Nein, das ist eine Combo. Der kommt dann, wenn du die Combo drückst. Ah, wenn du die Combo durchdrückst, dann kommt der, Okay, gut. Dungeon! Ja, sauber, endlich. Wird auch mal Zeit. Dungeon ist echt cool eigentlich. Da habe ich jetzt hier irgendwelche Equip-Teile, die ich noch anziehen kann. Wo ist denn hier ein NPC, wo ich was reinschmeißen kann? Da ist ein NPC. Siehst du eigentlich auf der Map? Ja. Raptor aus einer Zone. Okay, falscher NPC, der hat keinen Laden. Da ist NPC. Instructor. Shop. Wie mache ich das jetzt? Auch als TRG gedrückt halten? Geht das auch? Nee, einfach bloß Rechtsklick. Ah, okay. Priester brauche ich nicht. Oh, den muss ich gleich anziehen. Vorschild der Force Archer. Noch hier. Training. Hier habe ich auch noch zwei Equip-Teile, die ich gleich anziehen kann. Warrior. So, und dann auf Cell. Shit, ich habe fast 100k, Mann. Jetzt los? Na, hat sich das Spiel aufgehangen oder was ist los? Was hast du noch? Gar nichts, ich hab ein Standbild. Hallo? Oh, keine Rückmeldung. Hey, geht ja gut los. Na, was passiert jetzt? Cover close, wie wir es kennen? Error Code 6? Was gibt's noch? Jetzt habe ich ein schwarzes Bild. Ja, geil. Willst du mich verarschen? Also, ich kann aber noch machen im Spiel. Ich höre alles. Ich laufe.
das Inventar. Ja, Leute, ich muss auch mal kurz das Spiel neu starten. So ein Dreck jetzt hier. einfach auf X, geht das? Was mich ankotzt ist, dass extrem lange zum Laden braucht, um das Spiel erstmal zu starten, Alter. Ja. Achso. GameGuard, als ob die noch GameGuard benutzen. Jetzt viel weiter, die benutzen jetzt hier, was ist das? XNIV oder Code oder irgendwie sowas aber, heißt es. Aber es ist gut, es ist gut. Die Logitech-Produkte werden wieder unterstützt. Das heißt, ihr könnt wieder Makros usen. So. Halt so behindert, aber. Sag mal was zum Stream, weil ich sehe das ja. Das finde ich so schade bei Open Broadcast. Ich kann selber. Doch, kann ich doch sehen. Ah, okay. Da dann. Weiß nicht, was soll ich denn zum Stream sagen? Hallo Stream? Nein. Ich dachte, ich kann bei Open Broadcast nicht. So, ich muss das einmal. So, wo ist das? Fenster 3 war das. So, mal ausmachen. ID darf ich ja nicht zeigen. Ist nicht meins. Kevin. Wie war das Passwort? Ah, ja. ID ist falsch, scheiße. Wie war denn das jetzt noch? Alter, ich hab's dir zweimal geschickt. Ja, chill, Mann. Aber ich kopier's mir auch immer bloß von der Carbide 2 Seite. Weil da habe ich es mir gespeichert. So, jetzt da. Jetzt kann ich den wieder anmachen. Zack. Alter, die Charakter-Creation ist halt super, Mann. Man kann sich einfach komplett schwarze Charaktere machen. Ja, ich hab das schon gesehen. Dein Forceblader ist erstmal so voll der schwarze, Mann. Der hier. Der ist komplett schwarz und hat weiße Haare, Alter. Das sieht so cool aus. Ja, Start. Und einfach X, the Black FB, Mann. Einfach Beste. Mit der Badehose, Mann, das ist so cool. Connection History, was ist das denn? Honor Points, wie kriege ich das? Ach so, man muss sich täglich immer einloggen, was? Tag 1, check. Tag 2, checked. Oh, ich habe die Honor Points genommen. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm, weil ich das auf den Charakter habe. 390 Honor habe ich jetzt bekommen. Na egal. Eigentlich Wurst. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Mit diesen Abysmo Points kannst du dir bei in der größeren Stadt dann so Force Cores und Upgrade Cores kaufen, die bestimmte Effekte haben. Also das ist eigentlich ganz cool gemacht. Das heißt, du musst quasi in dem Spiel wirklich Nebenquests machen, um einfacher an Sachen ranzukommen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das ist sowieso, was ich meistens immer im Spiel mache, also Online-Spiel, was ich neu bekomme, ich bin meistens immer nur am Questen. Eben, Questen, ja. Das habe ich immer am meisten geliebt. Weil sonst so rumgrinden auf der Map, um zu leveln, das ging mir auch bei Kabal 1 so also auf den Sack. Bis Level 100 ist ja alles schön und gut, da hat man genug Quests, aber danach... Apropos Leveln, hat Sön jetzt sein Item eigentlich schon bekommen oder kommt das noch? Das bekommt er noch. Oder kriegt das? Ich denke mal, das wird dann gemacht, wenn alle von jedem Server einer Level 200 ist. Und dann wird das, denke ich mal, bis zur nächsten Maintenance gemacht. Okay. Also ich habe jetzt zwei Quests. Oh mein Gott, jetzt geht's aber los, ja. Oh ne, nicht Extract Item. Goddammit. Mittlerweile eigentlich mal oben in deinem Dings das geändert, dass du Carbide 2 spielst? Ja. Bei Twitch? Müsste geändert sein. Das hatte ich schon die ganze Zeit beändert. Achso, du meinst das, meinst du? Ja, ja. Gut. Du bist nämlich immer noch Carbide Online. Kriegst du noch mehr Viewer, Junge? Sieht man, wer interessiert sich? Im Moment interessiert sich ja keiner für Carbide 2, wenn es danach geht. Alter, bei Carbide 2 gibt's schon Streams, die über 100 Viewer haben. Sieht man. Wie viel habe ich? Du hast 63 im Moment. Scheiße, ich
Ich bin nochmal schlecht. Alter, 40 mehr als ich gestern, Junge. Merkst du was? Du hast ja auch ein paar mehr Abos mehr. So, wo soll ich hin? Da ist wieder ein Kreuz. Gehen wir da hin. Da kam ich doch gerade her. Ach so, jetzt ist das... Hast du das Dungeon jetzt schon gemacht eigentlich? Ach nee, du wolltest das Dungeon machen. Ja, ich wollte, dann hatte ich ja den Kabal-Error gekriegt. So, ich muss hier irgendwas machen. Ich habe die Quest aber noch nicht verstanden. So. Okay. Ah, jetzt ja. Equip Extraction 2. Und wie? Equip. Wo ist denn das? Was denn? Quatsch die alte nochmal an und dann kannst du das dort reinsetzen eigentlich. Ah! Soll ich das da kaputt machen oder was? Also nicht equippen. Ja, Mann. Und was soll ich kaputt machen? Dieses, du hast von der so ein Brett bekommen. Ein Brett. Oder sowas ähnliches. Ja, dieses, ja, ich hab's. Ja, Broadsword. Da gehst du da drauf. Extract dann, Item. Genau. Normal. Lowest Quality Essence, okay. Was auch immer das bringt. Und jetzt? Ich denke mal, das ist später dann zum Craften und sowas wichtig. Achso, Talk. Dass du weißt, wie das funktioniert. Aber man sieht auch schon, also diese blauen Quests sind wahrscheinlich nur Nebenquests, wa? Ja. Ah, die Quest gab wenigstens eins. Yeah! Ich denke mal, jeder wird aber zweimal wenigstens antesten, wenn es free to play ist. Ich glaube, das geht an Kim vorbei. Das denke ich. So, ich brauche mal den. Wo konnte ich mich überhaupt denn da? Akkuschwach, ja, leck mich. So, geht los, Dungeon! Das ist echt nicht schwer, das Dungeon. Das ist halt ein Anfangs-Dungeon. Ja, ist halt erste Obwohl, Dungeon. Ich muss zugeben, ich bin einmal drin verreckt. Ernsthaft? Oh Gott, da muss ich aufpassen jetzt. Ich wollte komplett durchrushen und hab dann mitgekriegt, dass die Mobs Aggro haben und die Aggro nicht verlieren und dann sind 30 Mobs mir näher gerannt. So, das habe ich leider nicht überlebt. Ach, man kann die Schwierigkeit auch einstellen hier, wie Elsword und sowas. Ja. Das ist eigentlich cool. Challenge! Nein, easy. Kannst du, ne? Enter Select. Wow, ernsthaft? Sie? Alter. Nein. Doch, Mann. Enter. Was? Wow. Alter, Mann, ich bin Hammer die Pussy. Jetzt lass mich in Ruhe. Cutscene. Nein. Alter, was ist das denn für einer? Bösewicht. Überall troglos, mein Gott. Hat man hier... Ah, wie geil, in der Dungeon hast du eine Karte. So. Und keiner kann jetzt reinjoinen, ich bin alleine hier drin, ne?